Megamobil TV wird Ihnen präsentiert vom Autohaus Büsken. Herzlich willkommen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, zu einer neuen Folge von Megamobil TV hier vom Reisemobil Center des Autohaus Büsken in Schwelm. Ja, an der Kamera ist der Herr Schneider. Hallo. Genau, der hat einen Hexenschuss. Der hat gesagt, ich kann heute nur Kamera, nicht im Auto rumturnen. Und es ist also so, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, tatsächlich ist es wahr geworden. Nach 9 Monaten ist es da, unser Baby. Und zwar der Mega Launch 540. Ja, sozusagen ein Mini-Launch-Fahrzeug. Und der große Bruder, hier der Launch 640, hat sozusagen, ist der Pate, hat Modell gestanden. Und die wunderbaren Merkmale, die eben diese fantastische Sitzgruppe im hinteren Bereich des Fahrzeugs haben. Mann, das ist doch mal schön. Ja, Mann, Versprecher. Ja, die wunderbaren Merkmale der Sitzgruppe hinten, die jetzt der Launch 640 hat, die sind also jetzt auch im Launch 540 in unserem Mini-Launch sozusagen. Heute allerdings einfach nur mal ein Vorankündigungsvideo. Wir haben noch ein paar Fotos für Sie zusammengeschnitten und so ein paar Dinge sind natürlich vom Konzept her 1:1 gespiegelt worden. Zum Beispiel hier der Küchenblock, den Sie jetzt hier bei unserem Launch 640 sehen, ist auch beim Mini Launch 540 dabei mit den praktischen Zugänglichkeiten vom äußeren Bereich in den inneren Küchenblock, um auch einfach mal ein paar Teller oder Schüsselchen rauszunehmen. Unsere kleine Sektbar zum ersten Anstoßen, wenn Sie Ihr Wunschurlaubsziel erreicht haben. Oder natürlich auch hier unsere kleine Ablage, die sozusagen als Kaffeebar dient, wenn denn noch die bessere Hälfte, ob männlich oder weiblich, hinten im Komfortbett, welches beim Mini-Launch 540 1,90 x 1,44 m ist. Wenn da noch jemand so ein bisschen zum Langschläfer wird, kann man hier morgens schon mal eine erste Tasse Kaffee genießen. Ja, der Mini-Launch 540 ist also genau wie unser großer Bruder, wo ich jetzt hier drin sitze, ein reiner Zwei-Personen-Kastenwagen, eben auf den optimalen Abmessungsverhältnissen. Wir haben jetzt hier bei diesem Launch 640 ja die H3-Dachhöhe. Wir haben also hier eine Innenhöhe, die deutlich über 2 Metern ist. Beim Launch 540 sind wir dann, ich bin ja 1,78 Meter groß, ne, ohne Schuhe, da sind wir dann so bei rund 1,90 Meter. Der Eingangsbereich ist genauso gestaltet wie hier auch beim Launch 640. Hier im Bereich direkt das Premium-Badezimmer mit der Acrylglas-Schwenktüre. Ich kann es mal aufmachen. Hier in der Version Dusche rechts und Hygienebereich links. Und beim Mini-Launch ist es genau umgekehrt. Da haben wir dann die Toilette auf der rechten Seite und die Dusche auf der linken. Das Premium-Badezimmer können Sie ja auch in vielen anderen Filmen von Megamobil TV sich anschauen. Ansonsten die Klassiker, eben die sich bestens bewährt haben, wie hier diese zentrale Beleuchtungseinheit oder auch hier dieser Bereich der Kleiderstange mit noch einer Zusatzbeleuchtung. Und der Küchenblock, den können wir uns auch mal anschauen. Der ist auch beim Launch 540 mit dem tollen Dometic-Kochfeld mit integrierter Spüle, wo also auch selbst wenn mal die Nudeln überkochen sollten, alles gut untergebracht wird und nichts irgendwo versaut. Schubladen mit Premium-Auszügen, die dann auch eine
Schließautomatik haben, gehören ebenso wie beim Launch 640, beim Launch 540 zur Ausbauphilosophie. Und ja, also das sind ja die klassischen Premium-Ausbaukomponenten. Neben den besten Isolierungen, die überhaupt im Segment möglich sind, mit einer Bodenisolierung von 30 mm, mit Seitenwandisolierung von 25 mm und tollsten Premium-Seitenverkleidung. Ja, hier lassen Sie sich jetzt nicht zu sehr, wir wollten ja eigentlich gar nicht so viel filmen, der Schneider, nein, der sitzt jetzt hier. Ich bin schon wieder im Wahn, ich muss schon wieder aufpassen. Ja, wir müssen jetzt mal eben, ich mache einen ganz schnellen Schwenk, damit man hinten gar nicht drauf achtet. Ja. Also beim Launch 540 ist es also so, Sie haben im Prinzip die Möglichkeit, hier sehr schön gegenüber zu sitzen. Der Tisch, der ist im Prinzip hier hinten an der hinteren Gepäckwand eingehakt und ist auch hier leicht angeschrägt, damit man also auch noch besser seitlich einsteigen kann. Ansonsten die Philosophie des Bettes ist im Prinzip identisch. Wir lassen das jetzt gleich mal einmal runter, dass Sie mal kurz die Liegefläche sehen können. Und dann können Sie sich in der Fülle der Fotos verlieren, die jetzt hier gleich im Anschluss von dem Film oder auch zwischendurch gezeigt werden. Ich mache mal eben hinten auf, oder? Ja. Wir haben jetzt den Tisch noch oben, das heißt also, den müssten wir eigentlich absenken. So, da ist er weg. Jetzt ist er weg. Ja. Zack. So, da ist er wieder, Jung. Ja, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, hier haben wir jetzt natürlich eine Riesenspielwiese. Ne? Die ist ja 1,90 m x 2 m, das ist also noch größer. Aber beim Launch 540 sind wir eben bei 1,44 m x 1,90 m. Die Philosophie ist die gleiche. Das Bett ist eben in den Gurten gelagert. Und auch hier können wir mal einmal schauen. Ich komme mal aufs Bett. Die Ausbauschränke hier im oberen Bereich, die sind genauso wie hier. Die liegen also flach an. Und wenn man dann hier an der entsprechenden Stelle drückt, ist dann das Volumen, um Unterbekleidung oder Ähnliches unterzubringen. Ne? Können den auch nochmal aufmachen hier. Das ist also vom Prinzip genauso wie jetzt hier bei diesem Modell. Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, folgen noch ein paar Bilder und die können Sie genießen. Und wir halten Sie aber auf dem Laufenden, sobald es weitere Informationen und Neuigkeiten zu unserem Launch 540 gibt, sind wir wieder dabei. Bis dahin, alles Gute und ciao. Ciao.
Christian Schneider sagt gerade, hör mal, hättest du den Leuten auch noch sagen können, dass das Auto schon konfigurierbar ist auf unserer Webseite megamobil-reisemobile.com. Stimmt, in unserem Konfigurator können Sie schon Ihren Mega Launch 540 zusammenstellen und wir freuen uns auf Ihre Anfrage. Bis dahin. Bis dahin nochmal. Ciao. Megamobil TV wurde Ihnen präsentiert vom Autohaus Büsken.